Bumm. Das ist Grimm. Hallo Grimm. Du warst es also, der uns gerufen hat. Sei gegrüßt, mein Freund. Sei gegrüßt. Ich bin Grimm, Meister dieser Truppe. Die Laterne wurde entfacht und dein Ruf erhört. Eine feine Bühne hast du gewählt. Dieses Königreich von Wurm und Wurzel brachgelegt. Die ideale Erde, um darauf unser Ritual zu vollführen. Und du, mein Freund, deine Rolle ist noch lange nicht vorbei. Als die Laterne aufleuchtete, wurde deine Rolle bestimmt. Unser Pakt geschmiedet in scharlachrotem Feuer. Sehnlich warten wir darauf, dass du beginnst. Doch lass mich erst etwas Licht auf deine Aufgabe werfen. Sollen wir einen neuen Stecker bekommen? Über dieses Land verbreitet sich nun meine Sippe. Sie ernten die Essenz, die meiner Gattung eigen ist, die Flamme im Traum. Suche meine Sippe, erobere ihre Flamme und bringe sie zurück zu mir. Zusammen können wir Wunder wirken. Doch sorge dich nicht, kleines Wesen. Für diese Aufgabe wirst du nicht alleine reisen. Mein Kind soll dich zu den Flammen geleiten und die brennende Essenz in sich aufnehmen. Wie auch du spielt das Kind seine Schlüsselrolle bei dieser Aufgabe. Nur mit ihm an deiner Seite werden sich die Flamme und meine Sippe dir offenbaren. Buff. Ja, jetzt habe ich hier einen Stecker bekommen, das Grimmkind. Baba Gondala. Die Flamme, finde sie. Für den Meister, für unsere Sippe. Mm. Baba Gondala. So, und bei ihm muss ich auf jeden Fall später aufpassen, dass der uns nicht wegrennt. So, jetzt kann ich nochmal einmal zu Jonis Ruhestätte gehen. Genau, ich habe ja auf der Bank gesessen, dann kann ich mich gleich hier wieder zurück teleportieren. Aber ich muss jetzt tatsächlich nochmal einmal auf die Klippen, um Jonis Geist mir einmal zu eigen zu machen, quasi. Verlässt mich gerade echt, glaube ich. So, wo war denn die Ruhestätte der Alten? Die war, da müssen wir nämlich in das große Gebiet hier rein. Nichts mehr abgreifen. Hier war nur der Denker. Hier war Cornifer. Aber hier muss ich auch rein. Genau, jetzt können wir hier auch das Ding aufmachen. Genau. Jetzt habt ihr das hier aber bald.
Naja, der fällt schon irgendwie runter in seinen Tod. Hallo Joni, ah, ich sehe, du trägst meinen Segen. Ich kann mich nicht erinnern, ihn dir gegeben zu haben, doch mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Ist es nicht wunderbar friedlich hier? So ein ausgezeichneter Ort, um zu ruhen. Dann schnappen wir uns auch mal, um so ein bisschen Seele zu bekommen. Genau, dann schalte ich jetzt einmal den Shortcut hier nochmal frei. Und dann kann ich mich zurück teleportieren. Via le Hauptmenü. Bumm. So, das Geo nehmen wir noch mit. Zack. Zum Hauptmenü. Um mal eben schnell zur nächsten Bank zu kommen. So, da sind wir wieder. Karte aktualisiert. Was haben wir denn aktualisiert hier? Eigentlich nichts. So, jetzt kann ich nochmal zum Grubfather. Auf jeden Fall. Und dann... Ach komm, jetzt kommen wir hier zur ewigen Ruhestätte. Da ist die Bahn. Wir können zur ewigen Ruhestätte gehen. Dann können wir wieder... Ah, nee, dann können wir auch noch was freischalten. Okay, genau, genau. Dann können wir die Bahn nehmen, hierhin wieder zurück. Dann können wir da einkaufen. Und dann... Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann... Können wir wieder... Oder gehe ich jetzt doch direkt in die Mine? Ich gehe jetzt zum Grubfather, dann gehe ich in die Mine. Mache jetzt hier dann die Mine tatsächlich mal fertig. Damit das hier auch mal was wird. Trage ich wieder so viel Geld mit mir rum. Hoho. Hui. Hoho. Hui. Hui. Guck mal, wie die Penner auf Pfennigstücke. Was? Nur drei? Haben wir gesammelt? Hm. Ich dachte, das wären jetzt mehr gewesen. Nun gut. So, jetzt werde ich auch mal hier zwischendurch im Tempel gucken, was hier so los ist, ob hier irgendwer steht. Nicht, dass ich irgendwelche NPCs verpasse, nein. Aber auf jeden Fall ist das hier das Ei und das Tor zum Endboss. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Auf jeden Fall kann ich jetzt aber auch von oben in die Mine rein. Das heißt, wir können dann gleich nochmal unsere lustige, quirlige Minenarbeiterin besuchen. Ich habe so viel Geld über, ich will das nicht alles. Na ja, komm, ich kämpfe jetzt hier einmal durch. Ich gehe da unten nochmal einkaufen, was ich einkaufen kann. Und wenn es Talismane sind. Ist auch ein Symbol des Königs. Für die, die es erkennen.
So, ich brauche noch 4 weitere. Oh, was für ein Glück, hier sind ja noch. So, beziehungsweise kaufen wir die teuren zuerst. Wenn die überhaupt nach Preis sortiert sind, sind sie nämlich nicht. Gut, das brauche ich noch 6 weitere Talismane. Dann kann ich von ihr den letzten kaufen. Hohohoho. So, jetzt haben wir einen Platz mehr. Was lohnt sich denn jetzt hier? Wir nehmen aktuell weniger Schaden. Zauberbändiger ist gut. Stabiler Körper ist nicht schlecht. Schnellfokus ist auch nicht schlecht. Damit kann ich mich schneller heilen. Hier gibt es halt Energie. Das sind 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Das ist sehr gut. Und wir haben den Langnagel und den Zeichen des, das Zeichen des Stolzes. Komm, machen wir das erstmal so. Ein bisschen mehr Reichweite und stabiler Körper, damit ich nicht immer zurückfliege. Und hier haben wir das Grimmkind. Genau. Das müssen wir dann noch anlegen, um die Quest von der Grim Troop durchzuführen. Aber auch das machen wir dann irgendwann später. So, weil 998 Seele tut jetzt nicht so sehr weh. Wenn wir das verlieren. Und dann kann ich jetzt auch nochmal eben zur ewigen Ruhestätte zurück. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir hier auch die Bahn freischalten. Und uns hier das Leben so ein ganz klein bisschen einfacher machen. Eventuell, sehr wahrscheinlich. Wie ging das denn nochmal auf? Ich glaube, das wird von unten aufgemacht, habe ich aber auch schon mal gesagt. Springen, springen, springen. Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Dein Traumnagel enthält mehr als 200 Essenz. Du zeigst Talent beim Sammeln. Hast du draußen diese große Tür gesehen? Mein Stamm hat sich vor langer Zeit verschlossen und verboten, sie zu öffnen. Ach, aber soweit ich weiß, bin ich das einzig lebendige Mitglied meines Stammes. Das bedeutet, es muss mir nicht leid tun, ein Tabu zu brechen. Als Beweis für meinen Glauben an dich werde ich die Tür öffnen. Rumpel. Da, die Tür ist offen und du kannst die Lichtung dahinter betreten. Hör da drin genau hin. Dann kannst du vielleicht die Worte von Käfern hören, die längst fort sind. Ist ein Friedhof? Du hast also schon 300 Essenz gesammelt. Ja, ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs. Ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs beginnen, an dir zu haften. Sehr ermutigend. Ich kann deren Stimme nicht. Du hast meine trostlose Arbeit hier zweifellos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Diese Gräber zu pflegen und den Träger anzuleiten, alles Buße für alte Verbrechen. Gewisse Dinge müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Nimm dieses Schmuckstück für deine Bemühungen und kehre mit 500 Essenz zurück. Mach so unermüdlich weiter. Bleiches Erz, ja! Ah, 500 Essenz! Du bist auf dem besten Weg, ein Meister zu werden. Gut gemacht, gut gemacht. Ich habe eine kleine Belohnung für dich.
Dieser Talisman aus einer meiner kostbarsten Erinnerungen gepflückt, wird dich und den Traumnagel näher zusammenbringen. Die Geheimnisse dieses Königreichs werden sich nicht länger vor dir verbergen können. Nimm ihn und kehre zurück, wenn du 700 Essenz gesammelt hast. Mehr Geschenke erwarten dich. Traumträger, damit kann ich den Traumnagel schneller fokussieren. Apropos, was stöberst du in einem staubigen alten Geist wie dem meinen herum? Nichts von Wert verbirgt sich dort, glaub mir. Aber erforsche weiter die Welt um dich herum mit deinem Traumnagel. Melemo. Verborgenes wird sich offenbaren. Du hast also schon 700 Essenz. Ich frage mich, ob die Träumer dich bei deiner Arbeit beobachten. Oder sogar dieser alte König. Dieses Schloss von ihnen. Verzweifelt, aber äußerst gerissen. Ich frage mich, wie lange sie dachten, dass es halten könne. Doch ich verachte sie nicht. Während die Geschichte voranschreitet, stumpfe ich immer mehr gegen ihre Wiederholungen ab. Nimm dein Geschenk und sammle weiter Essenz. Sobald du 1000 gesammelt hast, komm zurück und besuche mich. Ich glaube, die haben wir nicht. Ah, sehr nett. Oh, du bist ja fast schon selbst Teil eines Traums. Sobald du 900 Essenz gesammelt hast, zeige ich dir einen Trick, den ich lange versteckt gehalten habe. Dieses Königreich ist voll von alten Erinnerungen, sowohl von schönen als auch von grotesken. Suche sie, offenbare sie und sammle Essenz. Habe ich nicht schon über 900? 796. Wie diese Stimmen gemacht haben. Oh Mann. Jo, dann haben wir hier die Geisterlichtung. Die Käfer auf dieser Lichtung stehen unter meinem Schutz. Behandle sie mit Respekt und du darfst hierbleiben. Doch erhebst du deinen Nagel gegen sie, machst du dich mir zum Feind. Ich versichere dir, Wanderer, mein Nagel ist scharf und ich werde mich nicht zurückhalten. So, hier sind auf jeden Fall jetzt Käfer drin. Millibug von Makoto Koji. Das sind jetzt wohl irgendwie alles Kickstarter-Leute. Und die Texte haben jetzt auch irgendwie nicht wirklich viel mit der Story gemein, glaube ich. Ja, komm, jetzt gehen wir da trotzdem alle mal durch. Caspian von Quantropos. Nimm dich vor deinem eigenen Geist in Acht, kleines Wesen. Ein finsterer Geist ruft dunkle Taten hervor und meiner war finsterer als die meisten. Ich dachte, es wäre aus mit mir, doch stattdessen fand ich diese Lichtung mit ihr so etwas wie Frieden. Hast du manchmal finstere Gedanken, kleines Wesen? So versteckt, wie sie hinter einem so teilnahmlosen Antlitz wie dem deinen sind, kann ich es nicht erkennen. Kaufe meine Kekse. Wenn ich sie erst alle verkauft habe, kann ich nach Hause gehen. Ja, bestimmt. Dr. Chagax von Manuel Pereira de Queiroz. Früher habe ich anderen geholfen, man brachte die Kranken und die Sterbenden zu mir, doch welchen Unterschied hat das gemacht? Jeder Sieg im Kampf gegen den Tod ist nur vorübergehend. Jeder Sieg im Kampf gegen den Tod ist nur vorübergehend. Was für ein bedrückender Gedanke. Hab keine Angst, kleines Wesen. Einst war ich von rasendem Zorn besessen, doch die friedliche Luft an diesem Ort scheint ihn im Zaum zu halten. Atra von Jonathan Cowie. Meine Erscheinung braucht dir keine Sorgen zu bereiten. Ich habe hier wahrlich Ruhe gefunden. Grohak von George Rohak. Ja. Wir alle werden immer wieder an die Fehler, die wir begangen haben, erinnert. Lass nicht zu, dass deine Irrtümer dich belasten, sondern mache sie dir als Wegweiser zunutze, um den falschen Weg nicht noch einmal einzuschlagen. Diese Hüllen, die ich um meinen Hals trage? Das sind meine hochgeschätzten Freunde. Sie sind immer da, um mir Gesellschaft zu leisten. Und sie sind deutlich bessere Gesprächspartner als die anderen Wunderlinge, die hier hausen. Bist auch so ein Wunderling? So, und ich könnte die jetzt alle mit dem Traumnagel angreifen. Aber dann werde ich angegriffen. Krieger 100 Nagel von John Nugent. Gefallen dir meine Nägel, kleiner Wanderer? Ich trage nur 3, weit weniger als die Legenden erzählen. Dennoch, einer ist schärfer als der andere und ich bräuchte nur einen, um dich niederzustrecken. Sind meine Nägel nicht wundervoll? Die schimmernden Klingen, so scharf und tödlich. Carina von Carina Weber. Bewunderst du mein fabelhaftes Muster? Ich bin Teil einer vornehmen Gattung, weißt du? Aber ich habe schon lange niemanden wie mich mehr gesehen.
Du trägst keinerlei Zeichen von Rang, doch andererseits trägst du auch keine Zeichen eines Niederen. Was bist du? Bitte sag es mir. Bist du ein höheres Wesen oder nur eine weitere niedere Larve? Ohohoho. So, dann haben wir hier Perpetus No von Perpetual Noob. Mhm. Genießt du deine Zeit auf unserer Lichtung? Ich würde dir meinen Rat anbieten, doch da du es bisher geschafft hast, scheinst du mit unserer Welt und ihren Gefahren auch gut alleine zurechtzukommen. Für deine Größe bist du sehr beeindruckend. Ich bin selbst auch ein Krieger, obwohl sogar ich nur zögernd Nägel mit dir kreuzen würde. Molten von Drew Jason Kossa. Fürchte nicht meine verwesene Gestalt. Auch wenn mein Körper vergeht und sich verändert, bleibe ich im Kern dasselbe. Magnus der Starke von Jason DeGraw. Alle Probleme im Leben können mit schmetternder Kraft gelöst werden. Nach diesem so einfachen Mantra habe ich immer gelebt. Wenn du nicht so dürr wärst, würde ich vorschlagen, dass du meinem Beispiel folgst. Vergiss nicht, kleiner Käfer, zerschmettere deine Ängste, zerschmettere deine Probleme, zerschmettere deine Feinde. Waldi von David Waldi. Also Waldi dann sehr wahrscheinlich. Beurteile mich nicht nach meinem Aussehen. Auch wenn ich klein bin, trage ich eine schwarze Seele in mir und neige dazu, im Kampf in einen Blutrausch zu geraten. Du hättest ohnehin nicht den Mut, mir die Stirn zu bieten. Das glaubst nur du. Wayner von Jeff Brooks. Grüße, Mitabenteurer. Brichst du auf in die Welt? Ich würde dich begleiten, doch es ist so lange her, dass ich fürchte, meinen Kopf zu verlieren. Er hat seinen Kopf doch schon verloren. Zumindest sieht das so aus. Ja doch, er ist ein bisschen kopflos. Ich beneide dich und dass du dieser Welt ohne Angst begegnen kannst. Von deiner Herangehensweise kann ich noch lernen. Wyatt von Jack Ursit? Vorsicht, mein Panzer ist mit Säure überzogen und ich möchte nicht, dass du dich verbrennst. Auf diese Art verteidigt meine Gattung sich. Obwohl es ziemlich lästig sein kann, wenn man Bekanntschaften schließen möchte. Komm also nicht zu nah, ich möchte dir nicht wehtun. Hex von Bibi Williams. Wir sehen uns bald wieder, sagte sie, doch das ist schon so lange her. Ich frage mich, wo sie wohl hingegangen ist. Geh und störe jemand anderen. Du bist nicht derjenige, auf den ich warte. Distelwind von Sarah Trampe. Sascha Trampe. Ah, ein Wanderer. Ich war an vielen Orten und habe viele Dinge getan, doch ich ahne, dass du mich weit übertreffen wirst. Ich habe schon lange damit aufgehört, die Höhlen von Heilands Nest zu bereisen und ich vermute, dass sie jetzt noch viel gefährlicher sind als zu meiner Zeit. Doch du wirkst tüchtig und ich bin sicher, dass du zurechtkommen wirst. Viel Glück, die Welt da draußen ist riesig. Findest du den Anblick einer Motte mit einer Waffe seltsam? Unsere Gattung ist friedlich, doch ich bin nicht der Einzige von uns, der zu den Waffen gegriffen hat. Ein anderer wagte sich bis an die Ränder der Welt, in der Hoffnung, eine lang vergessene Wahrheit zu enthüllen. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Boss von Will James. Ich bin von weit her gekommen, um diesen Ort zu erreichen. Mein Panzer mag fremdartig wirken, doch darunter bin ich ein Käfer wie auch du. Bist auch du ein Krieger? Ich sehe deinen Nagel, doch dein Panzer wirkt unterentwickelt. So wie du jetzt bist, wäre es unklug, ein so gefährliches Land wie dieses zu bereisen. Ach, wenn du wüsstest. So, und hier steht ein Baum, womit wir noch ein paar Seelen hier abgreifen können. Auf jeden Fall schön, auch so dann die Kickstarter-Leute da unterzubringen. Und es gibt noch irgendwie ein Areal, das habe ich aber noch nicht gefunden. Da soll noch mehr sein. Ach, guck mal, die haben wir noch gar nicht, ne? Garo von José Ángel Lara. Bist du ein Krieger, kleines Wesen? Ein wahrer Krieger ist jemand, der inmitten eines Sturmes aufrecht stehen bleiben kann. Halte dich aufrecht, kleiner Krieger. So, Kin von Nick. Rückwärts gelesen. Kin. Ich war einst von Macht besessen, doch meine Zeit auf dieser Lichtung hat mich von diesem Bedürfnis befreit.
Was für ein Wahnwitz von mir. So etwas Sündhaftes jemals zu begehren. Ich werde müde. Ich merke das. Ich glaube, ich mache auch gleich hier Schluss, wenn ich mit dem Seelensammeln hier durch bin. Die Suche nach Macht ist ein leeres Ziel. Es ist besser, andere Dinge anzustreben. Ja. Eventuell, vielleicht, mal gucken. Ihn hatten wir, ne? Dr. Karagax, genau. Na, verdammt. Da war auch die Kamera nicht schnell genug. Sowas ist dann halt mal eine gute Alternative zum ganzen Kämpfen. Auch wenn man sich bei diesem ganzen Plattforming natürlich auch aufregen kann. Ich vor allen Dingen, ich kann sowas super. So, waren das jetzt alle? Ich glaube nicht. Das waren alle. Haha! Gut, hätten wir das auch hinter uns gebracht. Dann kann ich jetzt zur Hirschkäferstation zurückkehren. Wie viele Seelen haben wir denn jetzt? 830. Das heißt, wir brauchen noch 70 mehr. Noch ein bisschen was reißen zu können. Verzaubert. Was habe ich jetzt bekommen? Habe ich irgendwie die Hälfte der Karte aufgedeckt oder was? Oder habe ich die Geisterlichtung gefunden? Irgendwie sowas. Sehr wahrscheinlich. Jo. Ja, genau. Wie gesagt, ich mache jetzt hier dann mal Schluss. Ich werde müde. Genau. Wir sehen uns dann in der nächsten Session in Hollow Knight wieder. Bis dahin. Ciao.